Hallo zu einer neuen Folge für Forrest. Du kommst kochst und du kochst. Und du bist tot. Okay, hallo. Hallo erstmal bei The Forrest. Erstmal sterben. Ich glaube, du darfst mich auch bald wieder beleben, weil. Oh, da ist ein Vogel. Vogel. Oh nein. Oh nein. Hä? Ich wollte doch Essen holen. So, ich dachte schon. Ich habe mein Zeug verloren. Ja, genau. Was wollten wir machen? Ich weiß ja schon gar nicht mehr. Also, jagen vor allem irgendwie was Essbares machen. Ah ja, genau, Essbares. Ah ja, genau, zum Fluss. Ach, Fische und so. Hast du die mal aufgehangen, oder? Nee, du hast noch gleich gegessen. Hm? Ja, wir müssen jetzt unbedingt, ein bisschen jagen jetzt. Ich schau mal runter an den Strand. Ach, Wasser, Schildkröten. Ach komm. Das nervt jetzt im Spiel wirklich. Ich möchte diese... Dann nimm einen Speer, dann geht das leichter. Das ist ein Hase. Das ist ein Hase. Wir brauchen einen scheiß Bogen. Hab ich vergessen. Bitte nicht so schnell bewegen, ja? Bleib doch mal stehen. Halt. Nein. Oh. Mein Gott. Ich muss meinen Speer wiederholen. Okay, das Wurfsystem haben sie auch wieder geändert. Ich muss mal ganz kurz checken, ja. Ja, also, weil früher war das... Wo ist denn das? Ist es jetzt genau beim... Hä? Wo schmeißt denn der hier? Das ist also, das Zielsystem ist ja echt witzlos. Oder du bist so ein ganz netter Vogel und landest doch da. Bären essen, Bären sammeln, ich brauche unbedingt Energie. Ja, Energie ist auch komplett flöten. Ja, oder ohne Energie kannst du nicht jagen gehen, das geht einfach nicht. Oh, Gott sei Dank, ich habe einen Vogel erwischt. So. Wir könnten mal ein paar Hasenfallen aufstellen wieder. Stimmt. Das könnten wir mal tun. Und einen Garten anlegen. Ich bin mir gerade nicht sicher, neue Pflanze entdeckt. Ich muss mal gleich in... Ich bin mir nicht sicher, ob die gut oder schlecht sind. Ich habe Samen gepflückt. Ich habe Angst. Ich muss mal ganz kurz nachgucken, was das für eine Pflanze ist. Sonnenhut. Giftig oder nicht giftig? Wo steht das? Wo steht denn das? Ob das giftig oder nicht giftig ist? Das müsste. Wo war das denn da hier? Auch ein paar blaue Beeren unbedingt oder irgendwas. Oder Rehe wären geil. Genau, essbar, schwarze Heckenkirsche, giftig. Da haben wir noch ein paar Samen. Ich überleg hier kurz. Oh, das sind blaue Beeren. Oh, geil. Oh, ganz viele blaue Beeren. Mm. Jawohl, jetzt geht's mir wieder ein bisschen besser. So kann ich jagen gehen. Das ist gut. Oh, hier sind. Oh, geil. Noch mehr blaue Beeren. Ich esse hier alles weg. Komm zu mir. Hier sind ein paar blaue Beeren. Für den Anfang ist es ganz gut. Stillt Hunger und Durst. Oh, eine Aloe Vera. Sehr schön. Können wir Medizin herstellen. Okay, das wird leicht witzlos. Noch eine Aloe Vera. Geil. Mein Gott, ach, da hinten bist du noch okay. Ne, ich habe mir schon mal so ein Energie-Kräutermischung mal gebastelt. Hallo. Also hier sind ganz viele blaue Beeren bei mir gewesen. Okay, sind noch bei dir da, das ist sehr schön. Bräuchte mal auch diesen Beutel, ne?
Was ist da? Hä, was ist das? Da ist noch Aloe Vera. Was ist... Ich mag das nicht essen. Was ist das? Neue Pflanze entdeckt. Ich trau mich nicht. Ist das mal. Das da. Ist das mal. Ich trau mich nicht. Oh, noch mehr blaue Beeren. Boah, geil. Ich weiß nicht mal genau, was das sein soll hier. Oh, nice. Ich glaube, die anderen lasse ich mal. Das kann ja sein. Ach, das sind Pilze. Ah, ich esse mal die Pilze. Tot. Jawohl, da ist noch ein kleiner See. Ich glaube, es war ein Pfiffling. Ja, Mann. Oder geil, da kann man bestimmt besser ein bisschen fischen. Und Wasser holen. Oh yeah, geil, 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 geil. Gut, das ist Marie. Boah, was zum Teufel, wo ist denn der jetzt hingeflogen? Ja, genau, das Problem hatte ich vorne auch. Nein. Bleib doch da, Reh. Bleib da. Komm mal ein bisschen aus der Mitte raus, du blöder Fisch. Haha, Reh erwischt. Sehr schön, sehr schön. Wichtig. So, was ist das? Wo ist die eigentlich jetzt? Hä? Wo ist der Fisch? Komm, leck mich doch. Mich für Scheiße an. Wird mich verarschen. Wird es eigentlich schon wieder dunkel hier? Ich weiß es nicht, ich glaube schon. Jawohl, da erster Fisch. Und bei mir hat er die Fische irgendwie getötet, aber nicht aufgenommen. Oh, das ist wieder ein... Nee, ich traue mich nichts anderes zu essen. Oh, warte, das ist ein... Nein, bleib stehen! Also ein Hasen mit einem Speer treffen, das ist echt nicht ohne. So. Jetzt pass auf, dann Inventory. Na gut, aber was das Spiel wirklich bräuchte, ist irgendwas mit Fischfang. Also so ein Fischkäfig, sag ich mal, oder irgendwie so, so Angel wenigstens. Weil nur mit einem Speer, das ist ein bisschen madig. Oh nein, ich brauche noch eine Feder. Erst dann habe ich Pfeile. Ich brauche Federn. Wie geht denn der Bogen gleich wieder? Wie geht denn da gleich wieder ein Bogen? Mit Stock, Seil und Stoff. Und wir müssen, glaube ich, langsam zurückgehen, weil es wird dunkel. Oder? Na. Komm, jetzt ohne Scheiß, weil ich echt Angst, ich mag nicht wieder sterben. Komm nicht so weit weg von zu Hause. Oh, so weit sind wir gar nicht weg. Ja, aber... Weit genug, glaube ich schon. Reh! Bleib da! Nicht bewegen, Scheiße. Der ist direkt hinter dir gewesen. Habe ich nicht gesehen. Fuck. Die blau? Nein, ich habe kein einziges Reh gesehen. Ui, nochmal Pflanzen. Ich glaube, wir sollten einen Garten anlegen. Ja. Und am besten auch noch irgendwie mit, Schneeblau. Glaub ich. Oh, Alter, das wird richtig dunkel gerade. Holy shit. Alter, wie viele Pflanzen hier sind? Ach, ich kann gar nichts mehr aufnehmen. Ey, und wir können schlafen. Seit wann sowas? Nein, nicht dein Ernst. Aber erst speichern. Speichern. Ich hier, rein, komm ich hier, hier. Hallo. Hier. Mach doch L. Du hast doch eine Tasche. Du hast doch ein. Ah ja. Hi. Da war ja was. Ich speichere auch erstmal. Hard Survival. Und dann schlafen. Nice. Hat funktioniert. Oh, Alter, der Wind. Ganz schön kalt hier. So. Guten Morgen, schöne Welt. Da ist ein Hase. Noob, bleib mal stehen, bleib. Noob.
Wir beide da so gammeln. So. Ich brauche noch ein paar Federn, dann... Bleib. Blöder Vogel. Mann. Ja. Ich hab einen Vogel landen sehen, jetzt pass auf. Nein, falsch. Das hat er einen falschen Angriff gemacht, der Bock. Ach, ich hasse es. Ach, ich muss. Ach, habe ich jetzt Fische oder nicht? Nee, meine Fische. Keine Ahnung, meine Fische hat nicht zählen lassen. Ist das ein Koffer? Sind hier irgendwo Möwen oder so? Weißt du, es sind immer Vögel da. Und wenn du einmal Vögel brauchst, kannst du knicken. So, wo sind meine Federn? Da sind sie. Ey, jetzt sollten wir so ein bisschen am Strand entlang gehen, wegen Schildkröten. Da haben wir das schon mal ein Problem weniger, beziehungsweise halbwegs weniger. Ja, am besten mindestens zwei. Ich mache erstmal das Feuer hier an. Ih, da ist eine Spinne. Wäh! Man kann die Spinnen töten. Wäh, das war voll ekelhaft. Das waren so voll die fette Spinne und da habe ich mal draufgeschlagen und dann hat's ist sie voll explodiert. Stoff. Blödes. Nee, da passiert nichts. Das blöde Feuer ist einfach weg. Wirklich. Aber uns ist noch nie ein Hai untergekommen, ne? Obwohl es Haie gibt. Obwohl wir echt schon lange gespielt haben. Ja gut, tote Haie. Oh, hier liegt Zoda, geil. Vogel. Nein, jetzt macht er den Angriff. Nein. Ja, genau, das hatte ich auch. Ja! Hab ihn noch erwischt. So, ich kann jetzt noch ein paar Federn machen. Ach komm, leck mich doch. Weißt du, es war der Topf, der volle mit Wasser auf dem Lagerfeuer. Lagerfeuer ist kaputt gegangen und was passiert? Der Topf ist leer. Mit Wasser. Also ich kann den nicht erneut drauflegen. Okay. So. Hast du eigentlich auch einen Topf gehabt? Weil davon mal zwei Töpfe. Nee, ich hatte nie einen Topf. Gut, du hast jetzt auch einen Topf, der liegt da vor der Hütte. Hat sich wohl irgendwie hergebackt. Das ist ja gut, weil ich hatte keinen Topf. Ja. So richtig tief runter hier. So. Oh, verreck, das habe ich glaube ich vergessen. Nein, ich glaube nicht nur. Ich habe vergessen, den Timer zu stellen. Nein. Was ist dir noch passiert, das hätte ich nicht gedacht. Muss ich jetzt ehrlich sagen, ich bin schwer enttäuscht. Sorry. Ja, ich habe zwei Fische gefangen und einen dritten. Vier Eingeborene. Die mir sehr Angst machen. Oh, geil. Aha. Was denn so ein Topf reinzubringen, ist gar nicht mehr so einfach in diesem Spiel. So. Yeah, ich hab einen Topf. Hast du irgendwie ansatzweise auf die Uhr geschaut? Nö. Sehr gut. Gar Dann machen wir einfach noch Gefühl, wird schon gut gehen. Das sagst du. Bei Forest nicht mehr. Ich kann mal schnell gucken. Warte, ich guck mal, wann. Also ich habe jetzt drei Fische und drei Rehfilets. Zum ja, das ist für die. Also ich habe gerade hier was reingelegt zum Essen. Das wird gerne ich. So, da liegt noch, da hängt noch ganz viel. Ich habe noch eins reingelegt. Alles gut.
Okay, also ich bin kurz vorm Verhungern und ich brauche unbedingt Medizin. Wie gibt es Medizin herzustellen? Wie ging das denn? Ach, da brauche ich die. Ach, Aloe Vera. Vera hat man da, glaube ich, gebraucht. Das andere. Und jetzt brauche ich noch was. Gelbe. Irgendwas anders noch. Irgendwas Gelbes. Sonnenhut? Nein, Sonnenhut nicht. Schüre. Nein. Kann ich das jetzt essen, bitte? Könntest du mal deinen Topf da wegstellen? Wieso kann ich die Aloe Vera in den Topf reintun? Vielleicht kannst du Heilwasser herstellen, oder was? Sicher, dass du es in den Topf reinschütteln kannst? Nee, kann auch sein, dass ich einfach... Oh, was, da war Essen. Okay. Komm mal hier. Sehr schön. Jetzt habe ich Pfeil und Bogen und finde keinen Hasen mehr. Standard. Das ist Standard. Fuck it. Oh, was bist du? Ich dachte schon, da läuft einer. Du hast so hässlich ausgesehen. Ich dachte schon, du bist einer von denen. Was? Habe ich was Falsches gesagt? Ja. Ich fühle mich diskriminiert. Das ist aber voll okay. Darfst du. Oh, das hast du wirklich schön hinbekommen hier. Ah. Was? Ja, ohne voll, Tappe, ne? Da. Ich habe gestern... Oh, da, ja. Das heißt, gestern in der letzten Folge oder vorletzten? Ne, letzte Folge. Okay. Ja. Hab ich gesagt, du musst mich jetzt lieben für das, wie ich das da hingemacht habe. Das ist doch Hammer, weil du läufst so... Oh, lalalala, perfekt, oder? Ah, stimmt, das können wir mal fertig machen. Einwandfrei. Bam. Kann doch nicht sein. Wir brauchen Sticks. Ganz viele Sticks. Die man auf Sticks jagt. Und das. Oh, jetzt bräuchte man Schildkröten. Ach, die brauchen wir auch, ne? Und vielleicht ein Stickback wäre auch nicht schlecht. Oh Gott, jetzt habe ich. Stickback, weißt du noch, wie das ging mit Hasenfell wahrscheinlich? Oder? Ich weiß es nicht mehr, Stickbag, wie war denn das? Nee, keine Ahnung. Nö, ich weiß es nicht mehr. Yeah, das geil. Ist dieser Wasserschlauch? Meine Fresse. Stockbeutel. Zwei Seile. Ein Hasen. Ah, und das sind dann noch was. Ich frage mich nur, wo diese komische orange Pflanze ist, damit ich meine Medikamente herstellen kann. Ich finde die nicht. Und ob wir uns jetzt schon einen Garten herrichten sollten oder. Jawohl, ich habe einen Stockbeutel. Ehrlich, was brauchst du dafür? Ein Hasenfell. Hab ich nicht, ist schon vorbei. Zwei Seile und Stoff. Hasenfell habe ich nicht. Hast du noch Hasenfell? Nee, ich habe leider nur eins gehabt. Aber ich sehe da unten einen Hasen rumspringen, warte kurz. Nicht bewegen! Wo ist er hin? Ach da. Da ist er. Bleib doch stehen, ich sehe dich. Du kommst nicht weit. Wo möchtest du denn den Garten anlegen? Oh, das nächste. Ist das ein Stein? Oh, das ist ein Stein. Hey, wo ist der Hase hin? Ich glaube, die laufen mal weg und die spawnen dann. Kann das sein? Ja, bei den Hasen hat man das schon öfters. Ah ja, genau. Apropos Hasen, wir wollten ja Ding machen. Hasenfaller. Ich hänge nochmal was dran. Hey, langsam haben wir was. Ich glaube, wir brauchen nochmal so ein drittes Trocknungsding da. Ja, langsam haben wir einen Vorrat. Jetzt brauchen wir nur noch, ich hole mal mein Wasser zum Trinken, bevor es Nacht wird. Wie ist der? Mit einem Töpflein. Schade, dass man das nicht umfüllen kann. Das wäre geil. Oder kann man das?
Das wäre mega nice. Weißt du, wie ich meine? Wenn du... Ach, sag schon. Wenn du hier das Wasser kochst und so und dann irgendwo leere Flaschen findest, dass du das umfüllen kannst. Aber ach stimmt, Trinkding gab es aber auch noch, ne? Konntest... Trinkflasche gab es auch, ja. Wasserschlauch, stimmt, ja. Habe ich vorhin gelesen, ja. Oh nein, ich bin tot. Kannst du mich bitte mal schnell wiederbeleben? Hey, what the fuck, was bist du? Ja, ich habe eine Pflanze gegessen. Ich hatte. War die verkehrte. Alles klar. Okay, aber da darfst du echt nicht einmal falsch essen, ne? Da stirbst du sofort. Das ist echt hardcore. Ihh, meine Finger links, die sehen ja voll wurstfingerhaft aus. So. Ah, die hast du gegessen, alles klar. Probier mal, die schmecken echt gut. Hab ich gesehen. Nein, weil ich nur einen Strich Leben habe, weißt du, ich verreck, sobald mir nur ein was passiert, bin ich sofort tot. Aber ich krieg kein Leben mehr, weil ich diese scheiß orange Pflanze. Hast du denn keine Medizin mehr im Inventar? Ja, ich hatte nur eins und die habe ich verwendet. Ich habe zwei im Inventar gehabt. Was hast du getan? Was? Heidelbeerstrauchsamen. Ja, ich habe 5 Stück davon. Da könnten wir schon mal 5 blaue Bärchen oder Sträucher anders setzen. Ich sag's ja nicht ungern, aber da hinten sind so ungefähr 6 Eingeborene. Oh, vorhin war es nur einer. Wasserschlauch. Also für einen Wasserschlauch braucht man 2 Rehfälle und ein Seil. Ich habe kein Seil mehr. Seil können wir mal organisieren und dann unbedingt mal so ein... Ja gut, man hat ja... Hätte, nee, ja gut, Stoff habe ich auch sehr wenig. Oh mein Gott, die laufen am Strand entlang. Du siehst sie ja auch, oder? Ja. Müssen wir extrem vorsichtig sein, damit die uns nicht gleich sehen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Kleine Fleischstückchen kann man nicht hinnehmen aus. Ja, ja, dann wird's gleich mal gegrillt, würde ich sagen. Wie viel Lungen hast du? Geht's bei dir noch? Warte kurz. Oh nein, jetzt nicht wegrennen, bitte nicht wegrennen. Also ich hätte da so ein kleines Fleischstückchen drin. Brauchst ja, du das? Ist gerade. Ist gerade nicht so schlimm, gerade geht. Okay, dann esse ich dann. Die Hasen, die Schritte, die siehst du so schlecht und sobald du die siehst, ist eh schon vorbei. Ich habe ihn gesehen. Da ist er. Da ist er. Meistens siehst du die erst, wenn sie direkt vor dir stehen. Oh, bei mir sind 2 Hasen. Jawohl, einen habe ich. Der Bogen ist Hammer. Wenn ich mal Hasen sehen würde, um den abzuschießen und der nicht sofort wegrennen würde, sobald ich nur auf ein Ziel, weil der dann sofort despawnt, dann wäre das auch der Hammer. Das ist ein Hase. Ich glaube, das sind Hasen. Ne, das sind Steine. Oh, die verdauscht auch. Das war ein Stein. Ich habe auf einen Stein geschossen. Ah ja, ich habe gerade auch gedacht, das ist ein... Ich gedacht, der hätte sich bewegt? Ja, das denkt man oft, ne? Ey, da muss doch irgendwo ein Dreckshase sein. Immer siehst du diese scheiße Hasen und dann hast du so einen Kackbogen und dann kommt keiner von denen. Die ärgern mich. Aber Schildkröten waren doch eigentlich sonst auch mal eigentlich weit verbreitet, oder? Ja, die gab es eigentlich relativ viel, aber ich finde da keine einzigen. Angst.
Angst, 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 Angst. Kaputt, geh kaputt. Ey, das kann doch nicht sein, dass ich keinen einzigen Hasen finde, oder? Das ist doch wieder so lächerlich. Nein, bleibst du da? Bleibst du da? Scheiß Eidechse hier. Ich finde gar keine Tiere, weißt du? Du siehst die ganze Zeit irgendwas und ich laufe hier ganz überall rum. Ich laufe hier in der Weltgeschichte umeinander und finde einfach nichts. Ich habe noch nicht ein Reh in diesem Kackspiel gesehen. Ich suche nicht mal danach. Das ist vielleicht der Trick. Das ist, glaube ich, wirklich ein Trick. Einfach nicht nach den Viechern suchen. Ich suche jetzt nicht nach einer Schildkröte. Ich suche jetzt allgemein keine Tiere. Also vom Bauchgefühl würde ich jetzt sagen, dass die halbe Stunde oder 20 Minuten schon langsam vorbei sein könnten. Das ist ein scheiß Frosch gewesen. Gibt's Kröten? Meinst du? Ehrlich? Wenn ich mir so denke, ja, doch, so ein bisschen vielleicht. Also ein paar Minuten. Ich mag jetzt wenigstens noch ein einziges Tier erwischen. Scheißegal welches. Alles klar. Ich gehe mal Richtung Container. Nee, das sind halt zwei so Viecher. Oh, ich habe in der Folge nichts anderes gemacht, außer rumrennen und Viecher suchen. Und nicht mal was gefunden, das ist das Allerschlimmste dabei. Das ist wirklich traurig. Dafür habe ich jetzt einen Campplatz gefunden. Was gibt's denn hier so? Tapeband, bisschen Moneten. Noch mehr Moneten, noch mehr Moneten. Ein Töpplein, das haben wir schon. Pilze, die esse ich jetzt nicht. Oh ja. Ganz viele Koffer. Nice. Das sind Leitplatten. Pfeile, geil. Ach, das waren diese komischen Pfeile da, ja. Wo die Pfeile sind. Was ist das? Oh, ich hab's gefunden. Ah, und dann noch Leuchtfackeln habe ich auch noch. Kommt noch ein Zus. Oh yeah. Jetzt habe ich Hunger. Wie viele Pfeile ich jetzt habe, holy shit, und richtig gute Pfeile. Cool, passt. Ah, dass ich bis jetzt noch keine Schildkröte gefunden habe, Alter. Das ist und ich habe ein Tier gefangen, yeah. Das ist aber nur ein scheiß Eichhörnchen, also nichts Besonderes. Blöde Schildkröten. Hm. Gab's doch damals im Überfluss. Ja, die gab's echt viele. Da haben wir tausende davon ja, einen oder anderen haben wir mal gestreichelt. Hey, das sind ja zwei Teichs. Ist ja voll geil. Wir sind hier richtig schöne Umgebung. Das sind Pilze. Ich dachte erst, dass es ein Frosch ist, deswegen. Wohl eine bei der Insel drüben ist. Hm. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ich laufe schon nach Hause und ich nehme Besuch mit. Ja, ich kriege mich hier von der Insel. Ich hoffe jetzt auch mal, dass da jetzt kein Hai kommt oder so. Ich
sind hier irgendwo die Schildkrötchen? Hey, der ist mir gar nicht gefolgt. Komm, hier irgendeine Schildkröte, komm schon, komm schon. Ha, krass, ist mir gar nicht gefolgt. Du bist durstig und ich verhungere, also ich muss jetzt unbedingt was essen, deswegen schnell nach Hause. Nee, hier gibt es leider auch keine Schildkröten. Ja gut, aber wir haben wenigstens einen See in der Nähe. So verdursten tun wir jetzt wahrscheinlich nicht allzu schnell. Aber wäre halt gemütlicher, hat man da ein bisschen was. Oh ja, das wäre gemütlicher. Und noch... Die sind gerade echt dir, du hast... Die sind gerade zwischen dir und uns... Hilfe, ich werde angegriffen. Ja, halt noch ein bisschen durch, ich bin im Wasser ein bisschen warm. Halt noch ein bisschen durch, du bist lustig. Ich verstecke mich einfach wieder. Aber es wird richtig dunkel hier. Zack, und der Lichtschalter wurde ausgeschaltet. Boah, das ist gerade voll gruselig. Ich höre nur die Schritte so dumm, dumm, dumm. Solange es nicht wieder unsere Hütte schrotten. Nee, weil die nicht wissen, dass ich da bin, glaube ich. Oh ja, ich sehe da jemanden. Ich sneak da ein bisschen. Alter, das macht mich gerade psychisch voll fertig, Alter. Schritte links im Kopfhörer, rechts in den Kopfhörern. Können wir schlafen? Ja. Gut, bin gleich da. Ich glaube, die greifen dich gerade an, oder? Nee. Nein. Oh, okay. Kommen Sie hinein. Rein. Und ich habe schon gespeichert. Ja, ich speichere mal. Genau, und dann schlafen wir und ich glaube, dann können wir eh die Folge beenden. okay. Steht uns Haus jetzt noch. Wahrscheinlich sind wir beide tot. Wo? Alter, was war das für Mucke? Oh nein. Hallo. Oh shit, ich bin tot, die hat mich durch die Fenster erwischt. Du bist echt tot? Ja. Ah ja, jetzt geht's. Ich repariere mal. Was gut ist, dass man jetzt die ganzen Zähne automatisch gleich aufnimmt. Ja, das hat was. Ist die tot? Du dumme Sau, Sau. Ich hab mir alles... Ne, hier unten liegen Zähne. Die nehme ich mal. Zack. Kommen Sie hinein in die gute Stube und dann schlafen wir. Ja. Bevor die Verstärkung da ist. Jo, passt. Und schlafen. Naja, also wenn Gegner direkt vor uns sind, dann können wir wahrscheinlich nicht schlafen. Ne. Wenn sie wissen, dass wir da sind. Alles klar. Weg da. Lass mich raus. Weg da. Nice. Knochen. Wir könnten eigentlich mal ein großes Lager vorher bauen, was mal dann bleibt. Ja, das denke ich mir auch ein bisschen. Dacht oh, da wäre es ja gewesen. Irgendwas wollte ich... ich hatte doch... Ach, da habe ich Fleisch, ja. Das könnte ich aufhängen. Wenn ich diesen Hammer... Irgendwie alles kaputt. Ich weiß nicht warum. So. Also ich war schon... Mit der ist hier das Richtige. Ach, gut, wir wollten, glaube ich, etwas beenden. Ja, genau. Das hat mit F angefangen. Hört mit Olgen auf. Kann ich das jetzt aufhängen? Nee, komisch. Das sind nur so kleine Happen, die ich wahrscheinlich nicht machen kann. Schade. Ach mein. Ein Topf ist ja leer, ich brauche wieder Wasser. Mann, 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 Mann. So. Jetzt. Und trinken, genau, trinken. Da kann ich mal trinken. Boah, geil, ich bin voll mit allem. Du bist irgendwie tot. Verstehe ich aber nicht, warum. Wie oft ich dich schon wieder belebt habe. Ja, aber ich verstehe nicht, warum. Warum ich die ganze Zeit sterbe. Ich raff's nicht. Ohne Scheiß. Ich glaube, ich muss mal bei dir dann reingucken. Vielleicht sehe ich's. Weil ich habe jetzt das Wasser getrunken, aber ich habe das Wasser nicht abgekocht. Ah, ja. Ich weiß es schon. Oh yeah, in der Luft. Erwischt. Ja, wollen wir jetzt in die Folge wenden hier? Ja, ich muss mich nur schnell waschen, weil sonst vergesse ich das wieder.
So, perfekt. Das riecht man doch. Hm. Nein. Was? Das riecht man doch normalerweise. Ich weiß, der war schlechter. Der war echt bitter. Also ich habe keine Hasen gefunden in dieser Folge und du keine Schildkröte und wir haben Scheißrick geschafft. Ja. Nee, also ich habe ja ein bisschen gejagt, also. Ja, ich auch, aber ich habe nichts gefunden. Weil ich schon. Ich, ja, ich weiß nicht, wie du das ganze Viecher gefunden hast. Deswegen habe ich keine gefunden, weil du wahrscheinlich schon alles ausgeschlachtet hast. Wahrscheinlich. Na gut. Wie dem auch sei, danke fürs Zuschauen und bis dann siehst du uns wieder bei der nächsten Folge. Ciao. Ciao.